Ah, Icon, 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 Icon. Hey. Wir haben heute drei krasse Künstler vom Moku Studio eingefallen. Wir bedanken uns bei den Zuschauern. Warte. Wir bedanken uns bei dem Support aller Zuschauer und allen Kanälen. Wir bitten jedoch 48 Stunden zu warten, bevor Reaction hochgeladen wird. Icon Team. H7, warum wartest du nicht 48 Stunden, du Klickgeiler, hä? Lädst du direkt die Videos so weiter? H7, benimm dich. Habt ihr gut hergefunden? Ja, ja, absolut. Erst was mir eingefallen ist, bei dir lässt die Brille kam zu abheben. H7 ist so schnell, der lädt schon hoch, bevor die hochgeladen haben. Der kriegt diesen Stuff schon vorher. Also ich sag dir ehrlich, wie es ist, ich trage die Maske nur, weil ich hässlich drunter bin. Nein, Spaß beiseite. Im Endeffekt zählt die Performance, was ich drauf hab. Führt mich aus. Wie ist es ja auch? Du bist nicht das ausgeschieden. So, für mich war alles neu. Aber jetzt eins drum. Ich euch. Generell fällt kein Kindergarten oder sonst was. Wir müssen das ja voraus. Müssen wir. Der heute. Ich will hier da. Gänsehaut. Hallo, bin ich noch da? Stopp, sie von mich aus, ich verliere, falle ich. Wunsch dir wieder. Stopp, sie von mich ausbremsen. Schwarze SUV, Fendi Shots und paar Goldketten. Frauen, Annabella, Hauf, Candlelight und Shabata. Warum ich alle plötzlich, weil sie sehen, ich bin ein Superstar. Super fast wie Hyperkadri, keine halben Sachen. Ja, eure Vorschüsse trage ich an meinem Nacken. Next Level, ich flieg hoch, denn ich falle nie. Denn ich bleib nicht auf dem Boden, so wie Aladdin. Entleere das Magazin für die Pisser, die nicht zahlen. Die Narben, die ich hab, bedeuten Gewicht tragen. Fick auf paar Klickzahlen, sag nichts im Gerichtssaal. Und wenn ich reingeh, ja, dann ist es mein Schicksal. Kronio, wähl mich, brauchst du nicht zu schleifen, trag die. Desert Eagle, visiere meine Feinde. Wenn du mit mir sprichst, dann besser rede leise. Dieser Blair, die ist Buheli, denn mein Kopf tut sich kalt. Und wenn ich falle, ja, dann falle ich und steh wieder auf. Ja, ich steh wieder auf. Atme ein, atme aus, so nimmt das Leben seinen Lauf. Wenn's nicht mit der Musik klappt, höre ich trotzdem nicht auf. Bleib am Ball fokussiert, ich verfolge meinen Traum. Mann. Ja, finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Ist nichts Wildes jetzt. Der Text ist jetzt auch nicht so krass. Aber seine Stimme ist interessant, da kann man auf jeden Fall was entstehen in Zukunft. Bruder, ich bin auf jeden Fall maximum ehrlich, es ist eine 10 von 10, mein Bruder. Ich muss sagen, ich bin 5-6 Jahre mal hab schon gehabt, nehmt jetzt da an, Power, Bruder. Miss Skandalsbrille oder ohne? Skipper Abi Mula. Warum hängt es denn die ganze Zeit? Ewa, was willst du mir erzählen? Du drückst Paketa, Junkie, du bist auf Nase. Mit der Nacht, Mikros und unbekannt. Und am Radar sagt dem Richter, ich warte auf Strafe. Wem wollt ihr aufnehmen? Tut die Hoffnung aufgeben. Lissans, verbeuleter Fahrer. Straße, Lett, Madrasa. Walla, Passbord, Hamdullah. Lissans, verbeuleter Fahrer. Straße, Lett, Madrasa. Walla, Passbord, Hamdullah. Oder ist das? Sag ich, dass mich jemand Täter profil in der Bayer. Mein Schiff, Mann, ein Zwingo, wir haben nicht genug. Ich brüll jetzt drehen unten am Block. Ich lass mich jemand blicken. Wir haben schon alles versucht. Trag die Tech, Ruhe, Shoot. Mesha, Kate, Löffel, Ruf. MSR, Bulletproof. Wir machen nur Rainer ab, Brother. Von Marley bis Alemann. Ha? Ich hab grad nicht geskippt, ne? Okay, wollte schon sagen, Digga, was war das? Ein komischer. Oder der Song hat gar keinen Sinn, ja, wallah. Also ich finde ihn irgendwie cool, so keine Ahnung, ne? Der sieht sympathisch aus, so sieht, hat Charisma, aber
Ich weiß nicht, was ich mit diesem Song anfangen soll. Nichts verstanden, gar nichts einfach. Ich hab grad einfach nur ein Beat gehört, Sanky. Hehe, Daka Beat. Danke, Bruder. Was geht da, Bruder? Zauber, Bruder. Ja, wie immer. Ewa. Was geht da, Bruder? Zauber, Bruder. Daka Beat. Daka Beat, ja. Und das ist das Schlimmste, was du einem Künstler sagen kannst, Bruder. Wenn jemand dir sagt, starker Beat, dann heißt es, du bist Müll, Wallah. Ich hab's gesagt, so, und da kann ich, soll mir jeder Rapper hier hinkommen, jeder Produzent hier hinkommen, ich streite mit ihm. Sagst du zu einem Rapper, krasser Beat, sagst du, er ist Müll. Fertig aus. Präsentiert. Und ihr, werden ich aber freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir. Achso, das sind ja auch Legenden. Ah, okay, verstehe auch diese Legendekarte. Künstlern, beleidigt, ich mach das und das. Was denn? Das ist Junkie. Ohne Stopp, wie man soll, durch verlagert die Plaka Sache, Valide Monkitama. Welcome to Jungle Masanja. Vamos, mon flair. Hart verstommeln aus Italien in Villen. Vatikan importieren schon seit Tagen das Gift. Ohne nachts am Stehen über Fragen. Kontakt stammt aus Cartagena, nicht aus Bali. Ja, hey, explodieren aber dorthin. Übermenge Cash, über. Okay, hier, jetzt wird's gut, das Song. Verschonte Katakomben voller Flex, schon am Bruder toxisch. Senden Ananistikim, was ist das für ein Internet? Land, Walla, ja, ich genau, wo es gut wird. Übermenge Cash, über Verschonte. Das Ding ist, die Adlibs erinnern mich einfach an MHD, Digga. Und das finde ich richtig schlecht. Oder richtig so Kopie. Und dieser Afrotap MHD ist ein bisschen Hype vorbei, ja, sag ich dir ehrlich. Auf dem Markt von Crocs hat sich Karma. Connect mit Mare bis aus Italien. Machst du Jagd auf mich, legt sich dein Karma. Alle nach Rap und die Schrotafel. Im RSS auf Kontinental. Oh, diese RSDs kann ich auch nicht mehr hören, Bruder, ja. Ich finde das so cringe, dass jeder versucht, so holländische Dings zu machen auf einmal, ne? Die sind voll drauf hängen geblieben, Bruder, ja. Warum macht das gerade jeder Newcomer? Wir haben noch genug davon jetzt, oder? Von diesen holländischen Wörtern oder Holländer Straat. Wir haben verstanden, haben wir rein. Boah, der erinnert mich an AZ, der macht ab und zu macht er gute Dinge. Sympathisch dreht durch den Nachschuss, kommt straight von Trangheta. Lief am Camille und take off a shot, ziellos auf Theta. Immer Barrio, oh. Immer Barrio, oh, oh. Immer Barrio, oh, oh. Zeit rennt, ich muss allang. Bin auf ganz anderem Kopf, zieh die Heckler und Koch. Klick, klack, Polizei, bin am Ballern. Renn, hoje, stopp, nicht egal, was auch kommt. Arwina, Bledis, komm aus Nador, nicht Tanja. Mokoskana, Komplex, mach aus 3 Kages, Taschpuff, ich steck direkt Aschra. Zulieferung, Punta Cana, Sahpe. Bonne Chance, bin auf Adama, Trip, zieh wie Kamera steht, observier sie im Pavillon. Notlauf, Bugatta, Banja, zieh, schick für Paramani, Kusi, zieh los nach Avignon. Ghetto sind die Fader, lebt in den Tag, als wäre nie was geschehen. Simcard von Lebara, täglich am Wechseln zum Schnappdinger Dreh. Straße macht Nacks bis L im Block B. Bruder in Haupt, hab Kugeln für Minimum C. Fracht im Laster, Modena Bay. Coca Hoshis, Waffen aus Übersee, wir sind straight aus Maghreb. Schuf, Schuf, Fache, Frontera. Drück ab auf Alos, Paketa. Ja, ich sag euch ehrlich, das sind alles für mich ganz normale Künstler, aber. Jeder hat irgendwo ein bisschen was Cooles und also jeder ist für mich durchschnittlich normal, nicht gut, nicht schlecht, einfach normal. Aber die haben alle ein kleines Merkmal, wo ich sage, okay, ist cool, er ist cool. Deswegen so, ist eine perfekte Top 100, sage ich euch ehrlich so. Das genauso muss ein Kandidat sein für die Anfangsphase von einem Contest. Und jetzt muss man halt gucken, wie krass wird er noch. Aber ich sag dir, bis jetzt wieder nichts nicht besser geworden, ne? Also diese Icon-Folge, die ich am Anfang gesehen habe, von den ersten drei Top 100, sind für mich immer noch die besten. Danach wurde es immer schlechter.
Also es wird jetzt wirklich von Stück für Stück immer schlechter. Als die Ersten. Ja. Aber Freestyle auf der Vater vom Heil. Leben gefickt, Batzen nimmt dann den Schmerz. Crack live im Herz, weit vom Highlight entfernt. Maske schneidert, der Track sich gesponsert von Hör. Gib dein Vater mein Zip. Ey, was soll ich sagen, mein Bruder? Ich freestyle auf irgendeinem Beat und mach Colin heute zum Deep. Hey, check. Colin, switch up. Wisst ihr noch da, wo ich nichts hab? Anscheinend traf mich das Schicksal. Ich hab euch Ratten nicht erwähnt, doch die Tage abgezählt. Pass auf, wenn ich dich Bitch pack, weil ich Gesicht hab, wenn es sein muss, ich Witz ab. Denn ich bleib immer derselbe. Gänsehaut. Jetzt wird's ernst. Ihr seht hinter euch einen Countdown von 5 Minuten. Okay. Und ich muss euch mitteilen, es gibt 2 Plätze, die wir vergeben werden bei Icon 6. Und einer von euch muss gehen. Das heißt, es ist eure Aufgabe jetzt, unter euch zu klären, wer von euch rausgeht. Ich würde sagen, ich überlasse euch jetzt diesen ganz wichtigen, ernsten Moment. Die Bühne ist offen. Und ich sage euch jetzt noch eine Sache dazu. Wenn ihr am Ende keinen ausgewählt habt, werdet ihr alle drei rausfliegen. Boah, Bruder, ich kann mal. Nein, Bruder. Boah, Jungs. Also ich. Boah, Bruder, ich sag dir ehrlich. Bruder, ich sag dir ehrlich. Ich sag dir offen und ehrlich. Ich glaube, niemand ist jetzt gerade bereit, sich direkt zu opfern, Bruder. Oder ich muss sagen, man bereitet sich ja schon so mental drauf vor, ne? Wird das was? Langsam geht's voran. Und dann jetzt uns so. Also. Wie zurück? Du warst letztes Jahr da, hast du so. Schon bereit. Hut ab. Das können wir nicht machen, Bruder. Nein, Bruder. Du hast ja auch gesagt, du bist richtig hungrig. 100%. Bruder. Nein, Bruder, das geht nicht. Geht auch nicht, Bruder. Aber warte mal, er vertraut auf uns und wir werden das Ding auseinandernehmen. Du weißt das selber. Bruder, das geht nicht, Bruder. Jetzt ehrlich, ich wollte uns gerade echt in so einer Wahlstelle. Unter so einer Wahlstelle. Ehrlich, Bruder, ehrlich. Das ist schon crazy. Na, ehrlich. Der ist voll am Blöffen, Digga. Nein, Bruder, geh nicht raus, Bruder. Er will sich opfern. Und der freut sich richtig, jawohl, da Mom, ich kann noch dabei sein. Der sagt, ja, okay, Jungs, ich geh raus. Der freut sich, ich will dabei sein. Der so, ja, ich freue mich eigentlich, aber Bruder, nein, Bruder, mach das nicht, Bruder. Aber innerlich, er freut sich gerade. Wollt ihr wirklich, dass er das, dass er geht? So wollt ihr, dass er geht? Bruder, das geht nicht, Bruder. Wir haben zu viel für diesen Weg getan, Bruder. Wir haben zu viel für den Weg getan. Wir machen jetzt keinen Salat, Bruder. Wir sind hier, um auseinanderzunehmen, Bruder. Der hat auf uns beide gewettet und werden zeigen, dass... Der ist richtig, Bruder. Scheiße, er soll sich doch gehen, Bruder. Halt doch deine Fresse. Er sagt, halt doch deine Fresse. Soll er doch gehen. Für die einen oder anderen Salamu alaikum schicken, Bruder. Wenn ihr gewinnt, hab ich auch gewonnen, automatisch. Und wir bleiben weiterhin, Bruder. Wir bleiben eine Familie, Bruder. Wie sind das Mokko-Studio? 3, 2, 1... Ihr seid damit gut? 100%, 100%ig. Randall, du bist damit gut? Ich bin 100%ig. Was würdest du deinen Jungs denn jetzt noch mitgeben wollen? Auf jeden Fall alles Gute natürlich. Das sind meine Brüder. So, ich gönne denen alles von ganzem Herzen. Und wenn die gewinnen, wie gesagt, habe ich mitgewonnen. Soweit die kommen, ich bin immer bei denen. Ich bin immer bei den Jungs. Also, das sind meine Brüder. Ich sag dir ehrlich, Randale, mein Bruder, ich werde dich nicht enttäuschen. Du weißt ganz genau, wie hart wir gearbeitet haben, mein Bruder. Salah auf Ruina, Bruder. Save, mein Bruder. Wir werden trotzdem Gas geben, Bruder. Ich küsse dein Herz. Du bist der King, mein Bruder. Das trifft schon einen. So, das trifft einen. Bruder, ja, jetzt war er schon raus, jetzt diese Politik, ja? Ich kann das gerade nicht glauben, Bruder. Ja, bitte. Ja, auf der Killerfarsche. Das ist gerade so, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, Bruder. Ja, bist wenn bestimmt du traurig. Wenn du wirklich nicht das Zeug dafür hast, dann bist du nicht bereit. Bruder. Du weißt, ich liebe dich über alles, ne? Wir haben diesen Weg, wir sind den gegangen, Bruder. Seit Tag 1, Bruder. Wir sind durch Stück und Dünn gegangen, Bruder. Bruder. Wallah, das zerbricht mir gerade das Herz, Bruder. Aber Bruder. Wallah, wenn das hier wirklich der Wahrheit entspricht und wenn Bruder. Das wirklich so sein soll, ne, habe ich dir sehr vieles zu verdanken, Bruder. Bruder. Weil ich hätte jetzt gesagt, dass du weiterkommst. Deswegen war ich nicht damit... Ja, auf jeden Fall. Nicht damit einfach nachdem er schon raus ist, sagst du das. Verstanden, Bruder. Du hast jetzt dein Leben lang, du bist richtig, du liebst die Musik. Und ich schwör's euch, Leute, ich sag euch eine Sache an die, die jetzt gerade zugucken. Ihr wisst gar nicht, was... in Lezards Blut überhaupt schwebt. Da ist nicht nur Blut drin, da ist auch Musik mit drin. Glaubt mir, der lebt für die Musik. Dieser Junge hier ist der talentierteste Musiker, den ich kenne. Der hat viel mit Musik in seinem Leben zu tun. Auf jeden Fall. Mokko Studios!
Represent Mokone V Randale 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 Salah. Hey, was geht ab? Lissat Ruina Banks. Check der Block geht in mein Netz. Kann ich dem Paranoia hin, Dschungel muss so schnell sein, der Teufel Stress. Grauen Tage wieder im Bank, grauen Tage wieder mein Blick. Nimm Schaffe, bin weg, ist mir kein Pardonné. Drück ab für Grab, ich ne Haramis. Risiko, Apache vor dem Richter, mach ich auf dran gehen. Sie von unten weit auf, alles erscheint wie im Massenmord. Fokus, mal blätt ich dich zu, wenn der Fahnder kommt. Kanner komplett, Buka, Paradi, Fahrt im Golf, Hafengold, Lieferung. Schwertransport, alles kommt. Smach mir, ja Mama, es war gewollt, aber voll Hass doch vergibt. Auf Haram, der Teufel fühlt, sagt mir die Taten so. Wer ist bereit für Radar, ist sag mir. Der Teufel ist überall, schon wieder ein Überfall. Nur Tropfen auf Asphalt, zum Helle Mama, wir sehen uns bald. Der Teufel hat mich schon wieder mal. Was hier im Block die Sonne nicht scheint. Lieber Gott, steh mir bei, auch in meiner schweren Zeit. Sie wollen, dass wir fallen, doch push immer weiter, wir geben nicht nach. Sie schieben Verdacht, Mokus aktiv in der Nacht. Ich wollte euch nur mitteilen da draußen, ich brauchte die Pause. Ich brauchte die Zeit für mich selbst und praktizierte mein Glauben. Wir sind uns nicht ähnlich und ich wollte es nicht sein. Brüder gefallen im Käfig und kommen nicht an. Bruder, ich musste einfach. Wie krass so dieser Zusammenhalt ist und was man erreichen kann, wenn man zusammenarbeitet. Ja. Das ist die Kraft von Mokro Studios. Wolltet ihr es schaffen? Bruder, wegen der. Ich musste gerade. Warte jetzt. Ich musste gerade nur daran denken, einfach Jet und Neon sitzen in der Jury, Digga, ja? Wie krass so dieser Zusammenhalt ist und was. Digga, das ist crazy. Was man erreichen kann, wenn man zusammenarbeitet. Ja. Das ist die Kraft von Mokro Studios. Wolltet ihr es schaffen, bei Icon in die Top 100 reinzukommen und es geht dann im Laufen des Turniers weiter, werden diese Entscheidungen auf euch kommen und dann gibt es kein Zurück mehr und kein Ausgang mehr. 100%. Du hast mich geknallt. Ich sag dir so, wie es ist, du hast mich geknallt. Ich wusste nicht, ob ich sauer sein soll oder. Ist es gerade Competition oder so? Bruder, das. Darauf müssen wir uns halt einstellen, ne? So was, das ist Bruder. Icon 6, Bruder. Die hätten sogar jetzt sagen können, ey, Leute, sogar zwei von euch gehen, nur einer bleibt. Weißt du, was ich meine? Zu euch ist es nochmal gut gegangen. Aber für die Zuschauer da draußen wird es jetzt ernst, denn ihr habt jetzt die Möglichkeit, für diese Künstler zu voten in der Episode. Deswegen kommentiert mit Hashtag den Künstlernamen Salah, offiziell Lizard oder Randale. Mokro Studios represent an unsere Fami, die jeden Tag an uns. Ja, Bruder, ich sag euch ehrlich, ich hab mich eigentlich immer gefreut, aber so langsam, wenn jetzt nächste Folge wieder keine krassen Künstler kommen, dann weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht, Alter. Irgendwie ist Hype vorbei. Ich hoffe, die Reaction hat euch gefallen. Wenn euch die Reaction gefallen hat, dann abonniert einfach Mert Abi Live-Kanal. Das ist der Kanal, den du gerade guckst, denn die Statistiken sagen, dass über 73,2% meine Videos gucken, aber mich nicht abonnieren. Das stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe das nur erfunden, weil jeder zweite YouTuber das sagt. Mich juckt es gar nicht, ob ihr mich abonniert, ihr gerade. Guckt einfach meine Videos, weil durch Abos kriege ich eh kein Geld. Ich kriege nur Geld durch Klicks. Deshalb guckt einfach meine Videos, abonniert mich nicht. Salam alaikum.